Das Antragsverfahren ist teilweise sehr herausfordernd für die Kliniken. Corona hat ihnen die Zusammenarbeit mit uns, aber auch mit externen deutlich erschwert. Kaum ein Mitarbeiter ist mit einem Computer ausgestattet gewesen, geschweige denn mit einer Video- oder Audioausrüstung. Auch eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, ist für den Großteil der Kliniken komplettes Neuland gewesen und sehr kryptisch. Die größte Herausforderung war es, die goldene Mitte zu finden zwischen was habe ich, was möchte ich und was brauche ich. Also was habe ich, wie ist also meine digitale Ist-Situation, was möchte ich, was sind also meine Bedürfnisse der Mitarbeiter am Prozess und was brauche ich, ist, was mir vom Gesetz vorgeschrieben wird, beziehungsweise was ich an Basisinfrastruktur brauche, um überhaupt starten zu können. Weitere große Herausforderungen waren sowohl die Interpretation des Gesetzes als auch die bundeslandspezifischen Anforderungen. Jetzt nach der Antragsphase kommt die große Arbeit auf uns zu. Wir empfehlen den Kliniken, die dreimonatige Entscheidungsphase der Länder nicht abzuwarten, sondern diese effektiv zu nutzen. Die meisten Kliniken haben sich für die Fördertatbestände 2 bis 6 entschieden, also jene, die bei Nichterfüllung der Musskriterien sanktioniert werden. Also wozu warten? Früher oder später werden sich die Kliniken diesen Projekten ohnehin stellen müssen. Jetzt ist die Zeit, um die Feinplanung zu starten. Wir stellen uns die Fragen wie: Wie sieht eine solche Feinplanung aus innerhalb eines Projektstrukturplans? Oder welche Personen, welche Stakeholder sind in dem Projekt relevant? Ein Projektleiter, ein Anwender, weitere Interessensvertreter? Wie sieht meine Roadmap aus? Sprich, wie lang gehen die Projekte eigentlich? Was kommt zuerst? Wie kommuniziere ich diese Vielzahl an Projekten an das gesamte Klinikum? Jeder Stakeholder sollte im Kommunikationsplan mit berücksichtigt werden. Gibt es Risiken, die ich heute bereits abschätzen kann? All das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt unmittelbar nach der Antragsphase bereits beschäftigen können. Bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte sehe ich zwei große Herausforderungen, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Zum einen das Thema Komplexität und zum anderen das Thema Personal. Es gab noch nie zuvor eine solche hohe Anzahl an Projekten, die von Kliniken in einer so kurzen Zeit durchgeführt werden mussten. Bisher wurden Projekte von Positionen wie dem Risikomanagement, dem Qualitätsmanagement oder teilweise auch von den Ärzten selbst durchgeführt. Alles zusätzlich zur durchschnittlichen Arbeitszeit. Ein Projekt- oder ein Prozessmanagement ist in vielen Kliniken als eigene Abteilung in der Organisation noch überhaupt nicht etabliert. Dies wird sich zwangsläufig in Zukunft ändern müssen. Dies führt mich auch entsprechend zu meinem zweiten Thema, nämlich dem Personal. Personal für ein qualifiziertes Projektmanagement, das eine solche Vielzahl von komplexen und unternehmenskritischen Systemen einführt, muss entweder neu gewonnen oder eben geschult werden. Aufgrund des Fachkräftemangels auf dem Markt wird das Thema Personalentwicklung im Gesundheitswesen ein enormes Thema. Das Personalmanagement wird sich in der Organisation von der sehr operativen Rolle hin zu einer strategischen Rolle bewegen müssen und unterschiedliche Konzepte für die Personalentwicklung etablieren oder eben von externen Partnern einführen müssen.